Und Shia ist hebräisch und heißt Geschenk Gottes. Oh, ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut, während ich das sage. Nur wenn du exzessiv bist, nur wenn du aus der Masse herausstichst, dann bist du wertvoll. So, das war so mein Glaubenssatz. Der Tod wird nie näher zu mir kommen als mein eigener Tod, weil mein Kind in mir drin starb. Hier ist ERFYES, willkommen im Talkwerk. Meine Gäste heute sind eine Fernsehmoderatorin, die sich auf die Suche nach Gott gemacht hat, ein Atheist, der zum Pfarrer wurde, und eine Mutter, deren Tochter noch vor der Geburt im Mutterleib gestorben ist. Drei Menschen, die wirklich was zu erzählen haben. Schön, dass du dabei bist. Und es ist jedes Mal wieder eine große Freude. Alle drei Plätze sind besetzt hier bei uns am Tisch. Und wir haben uns viel zu erzählen. Und ich stelle euch mal gegenseitig vor, damit ihr auch ein bisschen wisst, mit wem ihr es so zu tun habt hier heute in der nächsten Stunde. Wir fangen außen an. Katharina Waffenschmidt lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Berlin. Hat aber eigentlich noch eine zweite Tochter, aber die ist ein sogenanntes Sternenkind, ist noch vor der Geburt im Mutterleib gestorben. Eine Erfahrung, die dein Leben selbstverständlich auf den Kopf gestellt hat. Aber aus dieser Sache hast du was sehr Positives auch gemacht. Du bist nämlich heute auch für Menschen da, die Ähnliches erleben. Hast die sogenannte Sternenpost entwickelt. Was das ist, das wirst du uns gleich erzählen. Danke, dass du da bist und über so ein ja nicht ganz einfaches Thema hier heute erzählst. Danke. Ja, danke für die Einladung. Daneben Nikolai Opifanti. Seine Jugend war geprägt von Partys und Kiffen. Der Mann ist übrigens heute Pfarrer. Hast du in der Kirche gekifft? Oder? Nee. Ich war in der Kirche nie, von daher die Gefahr bestand nicht. Genau, denn in seiner Jugend eigentlich so richtig atheistisch drauf, eher die Christen mal gerne geärgert und so. Aber dein Lebenswandel hat sich ganz schön geändert. Nicht nur in Sachen Kiffen, das machst du nicht mehr. Nee. Aber dann ist er auch noch selber Christ geworden und ist sogar Pfarrer heute. Wie das passieren konnte, das werden wir klären. Schön, dass du da bist, Nikolai. Ich freue mich sehr. Und daneben Andrea Baltschuh, vielen vielleicht bekannt als Moderatorin von Sendungen im ZDF, im MDR. Welche Sender hätten wir da noch im Angebot? HR-Fernsehen. HR-Fernsehen, ja, wir sind hier in Hessen, das hätte ich eigentlich wissen müssen, genau, am Nachmittag, richtig? Ja, hallo Hessen. Hallo Hessen, ja. Seit ein paar Jahren arbeitest du als Videocoach, also du coachst Leute so in Sachen Wirkung, auch so vor Kameras, in Sachen Social Media oder genau. Videokonferenzen so, ne? Und du hast beim ZDF auch mal eine Sendung moderiert mit dem schönen Namen Sonntags. Das war so von der Kirchenredaktion des ZDF. Aber da hast du so mit Glauben und so noch nicht so viel am Hut. Das ist so ein bisschen an dir vorbeigegangen. Ja, ja, die Sendung ist Anfang letzten Jahres eingestellt worden. Und danach begann erst meine Glaubensreise. ob das jetzt daran liegt, das werden wir offen lassen. Ja, und du sagst tatsächlich, Glaubensreise, ich bin auf dem Weg zur Christin. Ja. Und das hat auch, zwar nicht mit dieser Fernsehsendung, die du moderiert hast, aber mit einer Fernsehserie auch zu tun, über die wir heute reden werden. Wir lassen mal offen, ganz spannend, welche Fernsehserie das denn ist. Welche könnte das wohl sein? Und trotzdem, und jeder fragt sich, kenne ich die? Und wir fangen jetzt trotzdem mal an. Du bist in der DDR aufgewachsen und Themen wie Religion, Kirche wurde eher so ein bisschen von dir weggehalten. Das war ja nicht bei allen in der DDR so, aber für dich war das kein Thema, oder? Also es wurde von fast allen ferngehalten. Also ich erinnere mich, wir waren in der Klasse 20 Schüler. Zwei davon waren in der Kirche, eine in der katholischen, eine in der evangelischen Kirche. Und wir anderen aus der Klasse waren alle in der Pionierorganisation und in der FDJ, Freie Deutsche Jugend, und haben dann unsere Pionierhalstücher und unsere Uniform getragen. Nur die beiden nicht. Und die beiden waren sehr, sehr gut in der Schule, haben aber zum Beispiel keinen Abiturplatz bekommen. Wohingegen andere, die gesagt haben, ich werde Offizier oder ich werde Lehrerin, schon Abitur bekommen haben. Und das wurde alles komplett ferngehalten von uns. Allerdings waren wir Heiligabend, sind wir doch mal in die Kirche gegangen. Einfach, weil es ganz schön war. Aber alles, was so mit Jesus zu tun hatte, wusste ich nur aus Weihnachtsliedern. Ja. Das konnte man im Westen übrigens auch nur an Weihnachten in die Kirche, einfach weil es schön war. Ich glaube, das gab es auch, oder? Das erlebst du auch heute noch wahrscheinlich. Aber ich freue mich drüber. Also, ja, besser als gar nicht. Ich stücke hier richtig vor. Genau. Ja. Woher kam denn, Andrea, überhaupt der Impuls, sich dann doch plötzlich mit dem Thema Glauben zu beschäftigen? Ich bin durch die Geigenbauerin meiner Tochter draufgekommen, die mir sagte, dass sie Bibelcoaching macht. Ich meinte, ach, du machst Videocoaching, ist ja lustig, ich mache Bibelcoaching. Ich so, was ist denn Bibelcoaching? Ja. Und dann sagte sie mir, sie ist zwar selber nicht in einer Kirche, aber sie spricht mit Menschen über die Bibel und überträgt das quasi in den Alltag, also die Botschaft der Bibel ins heutige Leben. Mhm. Und ich so, ja, ich glaube nicht an Gott. Das war jetzt noch gar nicht so lange her. Das ist 3 Jahre her, um genau zu sein. Und dann sagte sie,
bitte doch Gott einfach mal um ein Zeichen, dass es ihn gibt. Ich so, wie soll ich das denn machen? Ja, frag ihn einfach so, wie ich das jetzt gesagt habe. Und dann bin ich dann mit der Geige meiner Tochter zum Auto und dachte, eigentlich ist das völliger Quatsch. Naja, okay, so, also, hey Gott. Hast du echt gemacht dann? Ja, okay. Hast du mir doch gesagt. So, hey Gott, wenn es dich gibt, gib mir mal ein Zeichen. Und dann habe ich es noch einmal gemacht, als ich im Auto saß. Und dann dachte ich so, jetzt reicht's. Also eigentlich bescheuert, was machst du hier eigentlich, Balcho? So, zu dem Zeitpunkt haben meine Tochter und ich uns schon einen Hund gewünscht, wollten den aber erst im Herbst haben, es war früher. Und ich hatte vorher in der Vollmondnacht auf einen Zettel geschrieben, wünsche uns einen Hund, der zu uns passt, und dann verbrannt. So, was man so für komische Rituale macht, wenn man Wünsche hat. Und nicht an Gott glaubt und weiß, dass man im Gebet ja einiges erbitten kann. Und ich bin kurz danach, bin ich mitten in der Arbeit ans Telefon gerufen worden, also innerlich gerufen worden. Ja, ich soll jetzt diese eine Tierschutzorganisation anrufen, wegen eines Hundes. Und ich dachte noch, ich fing noch an zu diskutieren mit der Stimme, wir wollen doch erst im Herbst einen Hund, das ist jetzt viel zu früh. Ich sollte da anrufen. Habe ich da angerufen, okay, ich bin Andrea Balcho, meine Tochter und ich, wir wollen einen Hund. Okay, alles klar, ich mache mal Notizen. Kurz darauf meldet sie sich und sagt, Frau Balcho, wir haben gerade die Shia reinbekommen und ich habe das Gefühl, das könnte für sie passen. Man muss dazu sagen, ich habe vorher bei Hallo Hessen sehr, sehr viele Hunde kennengelernt, die ein neues Zuhause gesucht haben und da also ist nichts passiert. Das war ein Teil der Sendung. Es war ein Teil der Sendung. Immer montags werden Tiere aus dem Tierheim vorgestellt. Über 4 Jahre lang sind mir Tiere aus dem Tierheim begegnet und da passierte nichts so. Und sie sagte, ich habe das Gefühl, das könnte passen. Und dann schickt sie mir ein Bild und ich gucke dieses Bild an und es macht so... Ich kriege gerade den Sound, während ich das sage. Wirklich, als würde der Blitz einschlagen. Und meine Tochter, ich so, Lia, komm mal her. Und sie so, oh mein Gott. Und sie so, ja, das ist Shia. Und ich kann Ihnen aber auch noch andere Fotos schicken. Wir haben noch mehr Hunde da, die ein neues Zuhause ist. Und ich so, nein, ich will keine anderen Bilder sehen. Das ist unser Hund. Ja, das ist Shia. Und dann dachte ich, wie blöd. Meine Tochter heißt Lia. Lia und Shia ist so sehr ähnlich und komm, die taufen wir um, die wird sich in Rumänien noch nicht an ihren neuen Namen gewöhnt haben. Und dann dachte ich, ich gucke doch vorher erstmal nach, was bedeutet Shia überhaupt? Und Shia ist hebräisch und heißt Geschenk Gottes. Oh. Und ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut, während ich das sage. Und da dachte ich, wie krass ist das denn? Ich bitte Gott um ein Zeichen, dass es ihn gibt. Und ich war vorher der felsenfesten Überzeugung, es gibt Gott nicht. Ich bitte ihn um ein Zeichen. Und dann schickt er mir einen Hund und sagt, hier, das ist ein Geschenk von mir. Der Hund heißt übersetzt Geschenk Gottes. So, und da fing es bei mir an, dass sich was in mir bewegt hat. Und ich zum ersten Mal dachte, also vielleicht gibt es ja doch einen Gott. Ja, da fing die Reise an. Mit einem Hund fing es an. Ja. Und jetzt können wir vielleicht mal... Ich habe sie nicht umgetauft, ne? Sie heißt immer noch Shia. Immer noch Shia. Ja, ja, ja. Und wenn ich rufe, kommen beide, Lia und Shia. Ist vielleicht auch ganz praktisch manchmal. Und jetzt lösen wir mal auf, was es mit dieser Fernsehserie auf sich hat. Es gibt da eine Fernsehserie mit dem Namen... The Chosen. Kennt vielleicht nicht jeder. Obwohl es jetzt, ich habe mal recherchiert, gibt es bei Amazon, muss man glaube ich Amazon da. Prime und Netflix. Bei all diesen ganzen, ich habe jetzt einen Markennamen gesagt, ne? Also bei all diesen ganzen Anbietern gibt es das. Kann man das gucken? Wo hast du das entdeckt? In einer App. Auf dem Hundespaziergang ist mir die Cello-Lehrerin meiner Tochter, also die Lehrerin und alles mit Cello und Instrumenten, haben irgendwie eine Verbindung zu mir. Die Cello-Lehrerin meiner Tochter, vorher hat sie Cello gespielt, bevor sie Geige gespielt hat, ist mir auf dem Hundespaziergang begegnet. Und ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber sie hat mich gefragt, kennst du schon The Chosen? Das ist so eine ganz tolle Serie über Jesus. Kannst du bei YouTube gucken? Und dann dachte ich noch, was soll denn das für eine Serie sein, die man nur bei YouTube gucken kann und nicht im Fernsehen? Ja. Und dann dachte ich, naja gut, okay, war Sonntagnachmittag, kann ich mir ja mal angucken. Weil man dazu sagen muss, meine Tochter hat in der 4. Klasse entschieden, dass sie getauft werden möchte. Weil ihr Papa und ich hatten sie in der Grundschule zum evangelischen Unterricht angemeldet, weil wir beide wirklich mit Glauben nichts am Hut hatten. Aber ich zumindest wusste, ich möchte, dass sie diese Welt kennenlernt und dann, dass sie zumindest mal davon gehört hat. Und sie hatte so eine tolle Religionslehrerin, das war ihr absolutes Lieblingsfach und sie fing an, die Bibel zu lesen, von sich aus, ne? Also von uns aus kam da nichts. Und in der 4. Klasse hatte sie den Wunsch, sie möchte getauft werden. Und dann habe ich eine Gemeinde gesucht in Mainz und der Pfarrer hat mit ihr gesprochen, hat ihr
mehrere Fragen gestellt, sie konnte alle beantworten, sie liebt vor allem das Alte Testament. Ich war geplättet, was meine Tochter alles wusste, und sie wurde getauft. In einer weiterführenden Schule hat es leider nachgelassen, hatte sie eine Lehrerin, die diese Begeisterung leider nicht weitergetragen hat und die Dienst nach Vorschrift gemacht hat, ich weiß nicht, jedenfalls habe ich gemerkt, dass bei meiner Tochter was zurückgegangen ist. Und das habe ich bedauert. Und deshalb dachte ich, ach komm, wir gucken mal die Serie, dann kriegt sie ein Bild und ein Gefühl dafür und kommt vielleicht wieder rein. Und habe eigentlich die Serie nur ihretwegen geguckt. Und, also eine Serie, wo es tatsächlich um diese Jesus-Geschichte aus der Bibel geht. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, ja. Bei The Chosen wird quasi das Leben von Jesus gezeigt, das Wirken von Jesus, aus Sicht derjenigen, die ihn begleitet haben, die ihn erlebt haben. Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus und in The Chosen wird erzählt, wie es quasi weitergegangen ist mit ihm ab dem 30. Lebensjahr. Naja, und dann ist sie aber meine Tochter ist in der ersten Folge aber noch ins Zimmer gegangen, weil die erste Folge ist für Kinder noch ein bisschen schwierig. Und ich bin aber so davor geblieben und dann war es noch eine halbe Stunde vorbei. Und ich so, ach komm, eine Folge noch? Ich gucke nie Fernsehen. Ich bin Fernsehmoderatorin, gucke kein Fernsehen. Ja, und diese Serie, obwohl die nicht im ZDF gelaufen ist, war vielleicht doch ganz gut. Ja, und dann habe ich Binge-Watching betrieben. Okay. Also ich habe die ersten 5 Folgen am Stück mir angeguckt. Ich bin in so einen Sog gezogen worden, und konnte kaum erwarten, dass eine Woche rumgeht und die nächste Folge kommt. Und ich habe natürlich vieles nicht verstanden, viele Botschaften noch nicht verstanden. Und es hat so eine Neugier in mir geweckt, dass ich dann angefangen habe, in der Bibel zu lesen. Und habe natürlich auch da nichts verstanden. Bin dann aber immer tiefer eingetaucht. Das heißt, ich habe Menschen gefragt, ich habe angefangen, mich mit Menschen zu unterhalten. Ich habe Bücher gekauft und noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch und ein Buch über die Gleichnisse und über Jesus und wie man die Bibel liest und alles Mögliche. So viele Bücher kann ich gar nicht im ganzen Leben lesen, wie ich jetzt habe. Mein Kopf wollte was. Und der Fall Jesus, dieses Buch, der Fall Jesus, hat mit dazu beigetragen, dass ich dann quasi die letzten Zweifel noch aufgegeben habe. Und es begann vor einem halben, dreiviertel Jahr im Sommer. Und das hat mein Leben gewaltig verändert, muss ich wirklich sagen. Ja. Krass. Kannst du erklären, warum dich das so reingezogen hat in die Serie, warum du immer weiter gucken musstest, was dich da so angesprochen hat? Eine gute Serie kann einen ja ansprechen, aber das war anscheinend noch mehr. Ja, also es ist ja, es wird ja nur in Anführungszeichen, das Leben von Jesus gezeigt. Es ist schon eine Unterhaltungsserie, aber die so ins Herz geht, also die hat etwas in mir in Bewegung gesetzt, was ich vorher nicht kannte und auch von anderen Serien so nicht erlebt habe. Und ich habe zum ersten Mal Jesus lebendig gesehen. Ich konnte vorher mit Jesus am Kreuz überhaupt nichts anfangen. Warum sehe ich immer nur Jesus am Kreuz hängen? Und er war wirklich ganz, ganz weit weg von mir. Und in der Serie ist Jesus mir nahe gekommen. Und ich hatte plötzlich einen Ansprechpartner. Und zu sehen, wie er auch mit Menschen umgeht, die eigentlich von vielen als Aussätzige gesehen werden, Menschen mit unglaublich vielen Schwächen und Macken, die so ganz und gar nicht vollkommen sind. Und einfach zu sehen, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie viel Liebe aus ihm rausgeströmt ist, das hat einfach wirklich mein Herz erwärmt und hat ganz, ganz viel in Bewegung gesetzt, hat bei mir viele Fragen aufgeworfen. Und ich bin dann diesen Fragen an anderer Stelle gefolgt. Ich habe mir dann einfach meine Antworten gesucht. Und es geht ja mit der Serie auch gar nicht ums Missionieren, überhaupt gar nicht. Es geht darum, einfach zu zeigen, wie hat Jesus gelebt und viele Menschen inspiriert, weiter zu gucken. Und ich fing dann an, wirklich zu forschen. Und mein Kopf wollte anfangs echt noch Futter haben. Kann ich verstehen. Du bist übrigens letztes Weihnachten, hast du gar nicht mit deiner Familie gefeiert, sondern bist du ins Kloster gegangen. Ja, ich bin ins Kloster. Krass. Ich bin ins Kloster gegangen. Und was hast du da gemacht? Ich wollte abschalten, weil das Jahr war sehr aufwühlend. Also ich bin emotional Achterbahn gefahren dieses Jahr und ich habe sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich habe gemerkt, ich brauche Ruhe und ich hatte keine Lust, Erwartungen zu erfüllen. Und habe dann meiner Familie kurz vorher gestanden, dass ich mich zurückziehe. Und für mich kam nur ein Kloster in Frage. Ich wollte jetzt keinen Wellnessurlaub machen,
sondern Weihnachten bedeutet schon für mich auch was. Und habe mir dann einfach so internetaufstilleorte.de, oh, mal gucken, was ist denn so in der Nähe von Mainz? Und dann bin ich in der Abtei Marienstadt gelandet. Und auch da habe ich eine Nachricht von Gott gehabt. Ich kam in mein kleines Zimmer, es ist ja ein ganz, ganz, ganz einfaches Zimmer nur, und da lag ein Stein. Und auf diesem Stein stand Stille. Und ich dachte, na, hat bestimmt jeder hier bekommen. Wir waren 20 Leute, die Weihnachten da verbracht haben. Bestimmt hat jeder, es gehört bestimmt zum Inventar dazu. Hab die anderen gefragt, was stand denn auf eurem Stein drauf? Hey, was für ein Stein? Habt ihr keinen Stein auf eurem Zimmer gehabt? Nö, nur ich. Nur ich hatte den Stein, auf dem steht Stille. Dazu muss man wissen, also ihr merkt, ich rede viel, das mit der Stille fällt mir echt schwer, wirklich schwer. Und ich weiß, du kannst Gott nur hören in der Stille. Und ich bin ständig so am Wuseln und arbeiten und ständig arbeiten. Und es war eine Aufforderung, wirklich mir mehr Zeit für die Stille zu nehmen. Ich erinnere mich immer wieder dran. Und das war schon, fand ich schon ziemlich krass, ja, die Ansage da. Jetzt Nikolai, Katharina, ich weiß von euch, ihr seid schon ein bisschen länger mit dem Thema Glauben unterwegs. Wenn ihr das so hört, was Andrea so erzählt, was löst das bei euch aus? Ich habe da ganz viel aus meiner eigenen Geschichte mit Gott gerade wieder rausgehört und trotzdem wieder ganz anders. Mich fasziniert es einfach, wie individuell Gott auf jeden Einzelnen von uns zugeht. Und gerade auch das, was du beschreibst mit diesen Botschaften, so ganz, wo man weiß, da hat jetzt Gott hundertprozentig zu mir gesprochen und nur zu mir. Das habe ich einfach ganz ähnlich erlebt. Und das zeigt einfach, wie liebevoll Gott ist und wie individuell er auf uns zugeht und uns einfach so ansieht mit den Sachen, ja, die uns halt ausmachen, wie die Geschichte mit dem Hund, wie cool ist das? Das wusste ich auch nicht, obwohl ich hier 100 Jahre Hebräisch irgendwie gelernt habe, aber Geschenk Gottes, wie cool ist das? Was für eine Liebesbotschaft, oder? Es gab noch was Krasseres, noch was viel Krasseres. Ich habe vor 9 Jahren einen Traum gehabt. Ich habe das nur damals noch nicht mit Gott in Verbindung gebracht. Ich habe nur ein Gefühl geträumt. Normalerweise träumen wir ja in Bildern, mit einem Gefühl dazu. Es war alles weiß in diesem Traum und ich habe ein unfassbar starkes Gefühl von Liebe, wie ich es mit Worten wirklich nur ganz schwer beschreiben kann, gefühlt. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so etwas Schönes gefühlt. Und ich bin aufgewacht und so, oh mein Gott, war das schön. Oh mein Gott, war das schön. Ich will wieder zurück, ich will wieder zurück. Ich will jetzt die Augen zumachen, wieder in diesen Traum rein. Das war das Schönste. Also man kann es mit Worten nicht beschreiben. Und ich habe die Augen zugemacht und ich war wieder da. Ich weiß heute, Gott ist Licht und Liebe. Das war, damals hat er schon sowas von heftig an die Tür geklopft. Das habe ich aber vor 9 Jahren damit einfach noch nicht in Verbindung gebracht. Aber mit dem, ich weiß ja noch, wie sich das damals angefühlt hat. Und da, wo ich heute bin, zu wissen, die Verbindung besteht eigentlich schon sehr viel länger. Und damals ging es, glaube ich, eigentlich schon los. Und ich bin so langsam eigentlich zu ihm geführt worden. Und dass ich das erleben durfte, was für ein Geschenk. Mhm. Dieses Gefühl und nur Licht und Liebe zu erleben, das ist Aber es ist unglaublich. Es ist ja tatsächlich anscheinend was sehr Individuelles. Weil wenn ich jetzt jemanden frage, hier, dann beweist mir doch, dass das alles Gott war. Kannst du nicht beweisen. Ne? Musst du dran glauben. Aber es passieren so viele verrückte Dinge, die kann man nicht erklären. Wir sind so viele wirklich verrückte Dinge, ja, eigentlich geheimnisvoll verrückt ist eigentlich ein blödes Wort dafür. So unglaubliche Dinge passiert, die du einfach nicht erklären kannst. Da gibt es keine andere Antwort, als dass das Gott gewesen ist, weil so viele Zufälle kann es nicht geben. Ja. Und jetzt Frau Baltschuh? Ist Andrea Baltschuh jetzt eine Christin? Ich bin zwar noch nicht getauft. Ja, der Pfarrer ist hier. Muss man dann sein, um Christin zu sein? Weiß ich nicht, habe ich gedacht. Ich habe gedacht, ich darf mich doch erst als Christin bezeichnen, wenn ich getauft bin. Aber nein, weil ich habe mich ja im Herzen bereits entschieden. Ja. Und von daher würde ich sagen, ja. 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 Gibt es noch Fragen, die du noch hast in Sachen Glauben? Ich habe noch ganz viele Fragen. Ja. It's a never ending story. Ja. Ich habe ja gerade erst angefangen. Aber ich habe ja meine ganzen Bücher zu Hause. Aber das macht dir nichts, dass du noch offene Fragen hast? Oder es hört sich entspannt Nein. an? Nein, im Gegenteil. Ach, was habe ich alles entdeckt im letzten halben Jahr? Ich habe mir gefühlt alle Vorträge von Johannes Hartl angehört. Ich folge Gunnar Engel bei Instagram. Ich habe sein Buch Follower gelesen im Kloster. Und ich bin... Also ich habe auch eine ganz neue Welt entdeckt. Ich war auf der Weniger-Konferenz und habe so viele neue Menschen kennengelernt und führe heute ganz andere Gespräche. Ich erlebe
so viel Neues, auch dass wir gemeinsam, bevor wir hier die Sendung gestartet haben, gemeinsam gebetet haben. Das finde ich so unglaublich schön. Und ich bleibe weiterhin eine Fragende und auch weiterhin noch eine Suchende und werde mir weiterhin viele Vorträge anhören, auf Konferenzen gehen, meine Bücher lesen. Und ich glaube, dass die Fragen auch nie aufhören werden. Ja. Was hindert dich noch an der Sache mit dem Taufen? Gibt es nicht so eine Bibelgeschichte? Was hindert dich, dass du dich taufen lässt? Ich habe noch keine Gemeinde gefunden, wo ich mich, also wo der Schritt vollzogen werden kann. Es gibt schon jemanden, von dem ich mich gerne taufen lassen möchte, weil es gibt, ich habe einen christlichen Mentor. Verrat mal. Was? Kennt man den? Nee. Nicht Gunnar Engel, oder? Nein, nicht Gunnar Engel. Nein, das ist ein Bekannter von mir. Auch aus einer freien evangelischen Gemeinde, aber in Bielefeld und nicht hier. Und von daher, es hat sich einfach noch nicht die Gelegenheit ergeben, aber es wird kommen. Ja. Cool, vielen Dank, dass wir so in deinem Prozess dabei sein dürfen. Das ist ja wie so eine Live-Reportage gerade. Ja. Also ich bin auf dem Weg und wir dürfen dabei sein, wie so ein Sportreporter. Cool. Ja. Danke dir sehr. Schön, danke, dass ich hier sein darf. Danke. Ja, und der Nikolai, der ist schon zwei Schritte weiter, ne? Der ist ja schon Pfarrer sogar. Das kommt bei dir. Ja, pass auf, was du tust. Weil Pfarrer haben ja auch gar keine offenen Fragen mehr in Sachen Glauben. Oder? Nee, da ist alles erledigt. Also wir wissen alles. Und so hat man ja gesehen an dem, dass sie wie toll ich Hebräisch noch können, klar. Das war ja, also du bist Pfarrer, obwohl du als Jugendlicher vom Glauben überhaupt nicht viel gehalten hast. Und du bist quasi vom Atheisten zum Profi-Christen mutiert. Und ich wette, dass Andrea jetzt sehr genau hinhören wird, wie so dein Weg war. Hattest du eigentlich Religionsunterricht in der Schule? Ja, ich hatte auch Religionsunterricht. Man muss auch sagen, ich habe so die Standard, bei uns im Westen Standard, religiöse Ausbildung so mitgemacht. Das heißt, getauft als Kind, dann Rallye-Unterricht und dann irgendwann mal Konfirmation. Ich fand das weder gut noch schlecht. Das hat man halt alles so über sich ergehen lassen und dann Konfi, da kriegst du einen Haufen Kohle, das hat man natürlich mitgenommen. Und ich war da schon auch mit Ernst bei der Sache, aber es hat so im Herzen jetzt nicht richtig Klick gemacht einfach. Was war denn so deine Sicht auf diese ganzen Glaubensdinge, mal abgesehen von Kohle bei der Konfirmation? Naja, Konfirmation habe ich dann schon angefangen, das dann auch ernster zu nehmen. Ich weiß auch noch, dass ich tierisch aufgeregt war vor diesem Konfirmationsgottesdienst und dass ich da schon mit einem richtigen Ernst auch dabei war. Also ich wollte das jetzt nicht nur wegen dem Geld machen, sondern schon auch einfach, weil es mir wichtig war und weil ich da sagen wollte, ja, das, was ich da jetzt gelernt habe über Gott, ist mir schon wichtig. Nur danach ging es halt, sage ich mal, rapide bergab. Rauskonfirmiert aus der Kirche? Nee, also es war toll. Eigentlich mein Konfirmunterricht. Ich kann da auch nichts Negatives sagen. Ja. Ich hatte auch einen tollen Pfarrer, alles cool. Nur danach hat es sich eigentlich einfach verlaufen. Und das hat vor allem mit meinem Freundeskreis zu tun. Also ich habe dann einen Freundeskreis kennengelernt, in dem eben andere Dinge total wichtig waren. Und da war auch klar, aus dem Freundeskreis, da geht einfach niemand in die Kirche oder niemand in den Gottesdienst. Und dann habe ich das natürlich auch nicht gemacht, weil da war mir mein Freundeskreis einfach wichtiger. Was war denn da wichtig in dem Freundeskreis? Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also ich bin Einzelkind und für mich war lang so mein Vater, so auch mein bester Freund, der ist nicht so arg viel älter als ich. Also mein Vater ist Jungvater geworden mit mir und ich war so ein bisschen isoliert so oft, auch in der Klassengemeinschaft. Und erst so mit 14, 15 habe ich dann so richtig Freunde bekommen und das eben dadurch auch, dass ja, wir uns alle ausprobiert haben mit allen möglichen Sachen, so die Klassiker, Schulschwänzen, zu spät kommen, aber dann natürlich auch, wir wollten einfach anders sein. Wir wollten also ausbrechen aus dem Mainstream und für uns war klar, alle Menschen, die wir kennen, die irgendwie cool sind, Rockstars zum Beispiel oder wir haben damals viel Hip-Hop gehört, die haben immer gekifft. Und es war klar, wenn du cool sein willst damals, du musstest kiffen. Und es war dann halt logisch, dass das so irgendwie unsere Freizeitbeschäftigung ist. Nach der Schule sind wir auf die Spielplätze hier von meinem Ort Kirchheim gegangen, haben dort erstmal einen durchgezogen, so mit 14, 15, also viel zu früh. Und ja, so hat es angefangen. War am Anfang auch eine total spannende Zeit. Eine Zeit, wo ich mich tatsächlich zum ersten Mal so richtig integriert gefühlt habe in eine Gruppe und wo tatsächlich so diese Sehnsucht, die immer in mir war, was Besonderes zu sein und auch eine Sehnsucht irgendwie auszubrechen aus dem System, nenne ich es mal, wurde da voll erfüllt, weil wir waren dann auch in der Schule so ein bisschen die Outlaws und die da verbotene Substanzen zu sich nehmen und die so ein bisschen mit langen Haaren und der Dreadlocks und allem Möglichen. Also wir waren so ein bisschen die Verruchten und die Rolle hat mir natürlich gefallen. Da war ich dann endlich irgendwie mal so hier aus dem System raus und der Rebell und so.
Da kam ich mir schon ziemlich cool vor damals. Ja. Aber soweit ja erstmal eine ganz normal jugendliche Rebellion und so, ne? Sich ausprobieren. Also wie viele können vielleicht erzählen, hier haben wir gekifft als Jugendlicher und so. Natürlich. Aber ich weiß von dir, bei dir hatte das richtig krasse Folgen irgendwann, ne? Die Kifferei und dieser Lebenswandel. Genau, es hat halt so angefangen, wie du es gerade auch beschreibst. Also so, wo ich auch sagen würde, ja, das gehört dazu, irgendwie ein bisschen mal rebellieren und dann mal ausbrechen, auf jeden Fall. Bei uns wurde das dann tatsächlich irgendwann mal auch zur Sucht. Wahrscheinlich auch diese Sehnsucht, die dahinter steckt, was Besonderes zu sein oder auch einfach nicht normal zu sein, nicht nur so ein bürgerlicher Mensch zu sein, die wurde dann irgendwann tatsächlich bei mir zumindest zu einer Sucht. Also es war eben dann nicht mal nur dieser Joint am Wochenende oder nicht mal nur das ein oder andere Bier zu viel am Wochenende, sondern es wurde dann tatsächlich so, dass ich nicht mehr leben konnte, ohne eben zu kiffen. Jetzt muss man wissen, für die Expertinnen und Experten unter euch, Cannabis an sich kann nicht abhängig machen, sagt man zumindest, nicht so stark wie Alkohol. Aber bei mir war es definitiv so, dass ich süchtig war danach, weil einfach damit ein Lebensgefühl verbunden war, nachdem ich wirklich süchtig war. Und so bin ich morgens dann vor der Schule, ich bin kein Frühaufsteher, aber ich bin extra eine halbe Stunde früher aufgestanden, um mir abends, um mir dann morgens im Keller vorm Schule zu gehen, noch vorm Frühstück einfach drei Köpfe aus der Bong reinzuziehen. Und dann bin ich erstmal breit in die Schule und habe nur so das auch ausgehalten dort bis um 9.20 Uhr. Dann war die große Pause. Dann bin ich mit einem Kumpel raus, dann haben wir uns einen Joint reingezogen. Dann war um 1 Uhr endlich der Unterricht fertig. Wir waren beide schon völlig fertig, weil wir es so lange überstanden hatten. Und dann sind wir zu meinen Eltern und haben dort weiter gekifft. Meine Eltern waren natürlich nicht da und dann ging es in die Nachmittagsschule und danach das gleiche Spiel von vorne. Also das war dann eben nicht nur dieser eine Joint, sondern das war dann täglich und das hat natürlich Spuren hinterlassen. Hm. Wann hast du gemerkt, das ist irgendwie zu krass? Lang nicht. Lang habe ich gedacht, gerade weil ich ja auch immer gedacht habe, ja, das macht ja gar nicht abhängig und so in den Kreisen, in denen wir drin waren, wurde das auch teilweise gesagt, ja, das beruhigt dich eher und ist ja eher auch gesund und so. Also totale Lüge natürlich, aber die habe ich geglaubt. Deswegen habe ich das lange auch ignoriert, was das für Folgen hatte. Eigentlich hätte es jeder sehen können und meine Eltern und auch die Eltern unseres Freundeskreises haben das alles auch gesehen. Also die haben heute, können wir da offen drüber reden, die haben sich tierisch Sorgen gemacht, nicht nur um mich, sondern um unseren ganzen Freundeskreis. Und man hat es auch schulisch gesehen, ich bin dann sitzen geblieben, da war keine Chance mehr, irgendwie normal Unterricht zu machen mit mir, wenn du die ganze Zeit benebelt bist im Kopf, ja, will ich dann auch irgendwie arbeiten, schreiben, ich habe natürlich auch nicht gelernt oder so. Und für mich war eigentlich erst ein Erlebnis, wo ich mit meinen Jungs so einen richtigen Party- und Saufurlaub machen wollte in Portugal, der Moment, wo ich gemerkt habe, mit dir läuft was gravierend schief. Da habe ich zum ersten Mal sowas wie eine Panikattacke bekommen, habe gedacht, ich sterbe. Mein Herz hat gerast und es war morgens um 4 Uhr, ich habe irgendjemanden, den ich erwischen konnte aus unserem Haus, gesagt, hey Junge, ich sterbe gleich, mir geht's richtig schlecht. Der hat mich angeschaut, hat gesagt, du bist völlig normal. Gesagt, nee, du musst mit mir ins Krankenhaus fahren. Da sind wir in Portugal in so ein Krankenhaus gefahren, die Ärztin mich komplett durchgecheckt und so. Und ich habe gedacht, da komme ich gleich raus, ja, noch ein paar Stunden, dann bin ich tot. War ich überzeugt davon. Dann sagt die zu mir mit so einem leichten Lächeln auf Englisch, ja, Herr Obifanti, Sie sind eigentlich gesund. Also wir wissen jetzt nicht, was mit Ihnen los ist. Und ab da wusste ich, das passiert hier oben in einem Kopf. Das ist psychisch. Und ich wusste auch sofort, das hat eben mit dem exzessiven Leben, was ich da geführt habe, zu tun. Und, war das ein heilsamer Schock? Das war ein sehr heilsamer Schock. Ich habe tatsächlich ab da dann versucht aufzuhören. Wir sind dann abgeholt worden in Frankfurt. Meine Eltern wussten das schon, dass es mir schlecht ging. Haben uns nach Hause gefahren und dann war ich wieder in meinem gewohnten Umfeld. Und ich habe gedacht, hey, okay, jetzt kannst du wieder probieren. Auch ein Zeichen, dass ich wirklich süchtig war, weil ich nämlich dann gleich gedacht habe, ob trotz dieses schlechten Erlebnisses in Portugal, das Erste, was ich jetzt mache, ich gehe wieder in mein Zimmer und ziehe mir erstmal zwei Köpfe aus der Bong rein. Was ich dann auch getan habe, ich hatte ja immer Zeug da, war kein Problem. Und dann aber die gleichen Symptome, fast noch schlimmer als in Portugal, sofort wieder kamen. Ich bin runter zu meinen Eltern. Mein Vater hat gewusst, was Sache ist mit mir und ist mit mir eine Runde um den Block gelaufen, hat mich beruhigt und ab da, tatsächlich bis heute, habe ich dann nicht mehr gekifft, weil ich wusste, das geht nicht mehr. Genau. Da war ich aber noch kein Christ. Ja, aber heute bist du ja Pfarrer. Wie ist denn diese Kirchennummer wieder zurückgekommen in dein Leben? Also das hat tatsächlich noch ein paar Jährchen gedauert, hat aber tatsächlich mit dieser Kiffgeschichte insofern zu tun, weil Gott manchmal die verwobensten Sachen nutzt, um uns mit ihm in Verbindung zu bringen. Also für mich war das desaströs, dass ich dann
durch den übertriebenen Konsum eben auch sitzen geblieben bin. Ein verlorenes Jahr. So, ich habe mich damals echt als der schlechteste Mensch gefühlt. So, jetzt muss ich nochmal wiederholen. Und hatte natürlich auch Freunde in meiner alten Klasse und alles war gut eingespielt, so soziales Umfeld. Und ich habe gedacht, jetzt kommst du in eine komplett neue Klasse. Hat vielleicht der ein oder andere von euch oder bei euch vielleicht auch mal erlebt, wie sich das anfühlt, wenn man sitzen bleibt. Und bin dann, habe eine neue Nebensitzerin bekommen. Und diese Nebensitzerin, die fand ich super cool. Also die war, hat Lebensfreude ausgestrahlt, mit der konnte man Spaß haben. Wir sind auch zusammen mal feiern gegangen und so. Und wir haben auch so uns einfach super verstanden. Die hatte nur ein Problem. Diese Frau, die war Christin. Und das zwar nicht nur so irgendwie so Medium, wie ich das kannte, so vielleicht ein bisschen, sondern für meine damaligen Verhältnisse Hardcore-Christin. Also so mit Bibelversen im Zimmer, da wo bei mir Bob Marley und irgendwie die Handpflanzen waren, waren halt bei ihr irgendwelche Jesus-Plakate und von christlichen Bands, Hillsong und so, was ich damals noch keine Ahnung hatte. Und da habe ich gedacht, was ist mit der kaputt? Und habe versucht praktisch, ich hatte damals schon missionarischen Eifer, ich habe versucht, die nämlich abzubringen vom christlichen Glauben. Und sie, wir haben dann ganz viel über Gott diskutiert. Und sie hat eigentlich nie versucht, mir irgendwie das Christentum so zu erklären, weil sie wusste, argumentativ kommst du mit dem Kerl wahrscheinlich eh nicht dran. Aber diese Familie, ich muss sagen, im Nachhinein, die ganze Familie hat so eine innere Zufriedenheit ausgestrahlt. Und auch die Frau, die war einfach zufrieden mit sich. Und wenn dann mal eine schlechte Note reinkam oder irgendwas nicht so lief, das hat ihr nichts ausgemacht. Und dieser Friede, das kann ich jetzt im Nachhinein so sagen, damals haben mir da die Worte gefehlt, aber dieser Friede von dieser Familie, der hat mich ins Nachdenken gebracht, ob es da nicht auch mehr gibt. Und ob die vielleicht recht haben, dass ich vielleicht falsch lag mit meinem Atheismus und die vielleicht recht haben mit ihrem christlichen Lebensstil. Extrem dumm gelaufen. Ja, wirklich. Du wolltest sie doch missionieren und plötzlich hingst du da auch in der Kirche oder was? Hast du dann angefangen, diese Nummer auch wieder mitzumachen? Ja. So Gottesdienst und Bibel und so? Oder wie lief das? Ja, also ich bin tatsächlich, weil ich eben auch das ist einfach eine gute Freundin war von mir, bin ich natürlich auch ab und zu mit ihr dann in die Gemeinde gegangen, in die gegangen ist, Gottesdienste. Ja, das war so semi-spannend. Ich war eigentlich wegen ihr da und dann noch auch die Leute, die waren ganz nett und so. Da war mir das, was davor und danach passierte, war irgendwie interessanter. Aber doch hat mich das Ganze ins Nachdenken gebracht, weil auch nicht nur bei der Familie war es so, aber bei den Menschen in den Gottesdiensten war es so, dass ich gemerkt habe, die müssen nicht krampfhaft cool sein, so wie ich es versucht habe zu sein. Die müssen auch nicht die ganze Zeit extrovertiert sein oder die wildesten Substanzen zu sich nehmen, Hardcore-Party machen, um sich geliebt und wertgeschätzt zu fühlen. Und ich hatte ja immer das Gefühl, nur wenn du exzessiv bist, nur wenn du aus der Masse herausstichst, dann bist du wertvoll. So, das war so mein Glaubenssatz. Und die haben mir vorgelebt, ja, es langt auch einfach, ja, gemütlich auf sich zu schauen und einfach mit dem zufrieden sein, was halt eben gerade so ist. Und das haben die mir so vorgelebt. Von daher hat es schon geholfen, dass ich da in der Gemeinde dann war. Aber ich habe mich da noch nicht bekehrt oder so. Dafür hat es noch nicht gereicht. Gab es dann so, wenn du jetzt dieses Wort Bekehrung, du wolltest sie bekehren zum Atheismus, gab es denn dann diesen Moment, wo du sagst, so, also ab da, glaube ich, war ich dann irgendwie so christlich unterwegs? Also es war tatsächlich ein Prozess, also deswegen habe ich vorhin bei deiner Geschichte auch so oft ja einfach nicken müssen, weil mir es ganz ähnlich ging. Ich habe dann auch einfach angefangen, mir ganz viele Bücher zu kaufen. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen, aber erstmal nur aus reiner Interesse. Habe auch tatsächlich die Bibel echt versucht, diszipliniert durchzulesen, aber war dann noch kein Christ, sondern wollte, wie so ein Forschungsprojekt. Jetzt gucke ich mal, ob diese Verse da drin was mit meinem Leben zu tun haben, ob das nicht alles totaler Bullshit ist, was ich davor halt gedacht habe. Und ähnlich wie bei dir, mich hat es auch nicht losgelassen. Also ich musste die Bibel weiterlesen, das hat mich fasziniert, dieses Buch. Und ich habe auch irgendwie gemerkt, hey, das ergibt für mich Sinn. Und dann gibt es tatsächlich so einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt probier's doch einfach mal. Jetzt sag doch einfach mal, du bist Christ und mach's doch einfach mal. Nach 2 Wochen, wenn es nicht funktioniert, dann kannst du ja auch einfach sagen, ja, okay. Also experimentell einfach mal. So experimentell, okay. Ich habe gesagt, ich bin jetzt Christ. Und ich weiß noch in dem Moment, wo ich das gesagt habe für mich, es war so bei uns auf der Schwäbischen Alb, auf so einer Bank, wo ich halt immer 4 Jahre dann geforscht habe in der Bibel und so. Und da bin ich mit einer tiefen Freude von dieser Bank weggegangen. Und eigentlich wusste ich schon dann, okay, wenn dir das jetzt so viel Freude auslöst bei dir, dieser Gedanke, Christ zu sein, dann kann das nicht so falsch sein. Und
Genau, ich bin es geblieben bis heute. Genau. Aber schon ein bisschen bitter, dass du jetzt auch zu den Komischen gehörst, oder? Ja, ist komisch. Es ist ein bisschen bitter und mittlerweile bin ich wahrscheinlich für viele Menschen da draußen auch so ein Komischer. Tatsächlich auf Social Media, ja, kommt das natürlich auch immer wieder. Ja, bist du auch einer von den komischen Christen und so wieder. Und wenn sie dann kommen, ja, ich kann nicht an Gott glauben, dann kommt ganz oft bei mir, aha, Kerle, ich habe auch mal genauso gedacht wie du früher. Warte mal ab, Gott ist größer, als man sich es manchmal vorstellen kann. Kannst du, Andrea, die Angst nehmen, dass jeder, der irgendwann so zum Glauben kommt, dann auch gleich Theologie studiert? So wie in deinem Fall. Kann ich dir auf jeden Fall nehmen. Ich habe die Angst nicht. Ich hatte die Angst tatsächlich. Also ich war damals sehr naiv. Ich war halt auch deutlich jünger als heute. Das war ja so alles mit Anfang 20. Ich hatte eben erst mein Abitur dann doch irgendwie noch geschafft. Und stand dann vor der Frage, was will ich von Berufswegen werden? Und ich habe mich da eben in diesem... Ich hatte noch ein Jahr Zeit, weil ich wusste jetzt sofort irgendwas studieren, das wollte ich nicht. Und dann hatte ich so ein Gap hier, nennt man das, also so ein Jahr Pause zwischen Abitur und Studium, wo ich halt so gejobbt habe und so. Und da kam das dann auch, dass ich mich als Christ bezeichnet habe. Und ich hatte dann den Gedanken, ja gut, jetzt nimmst du es ja wirklich ernst. Und eigentlich, wenn man es jetzt ernst nimmt mit dem Christentum, dann muss man das doch auch zum Beruf machen. Und dann wusste ich damals keinen anderen Beruf, den man so, wo man das Christsein zum Beruf machen kann, als dem Pfarrer. Das kannte ich ja von Konfirmationsunterricht. Also habe ich mich in Tübingen für Theologie eingeschrieben und bin da dahin, habe da vom Evangelischen Stift und von den ganzen Theologen, die anderen Leute da alle angebetet haben, noch nie was gehört, bin dann dahin und habe gemerkt, oh, die Leute dort, die sind ja ganz anders wie du. Die sind, zum Teil kommen die schon aus richtigen Pfarrerdynastien, sind zumindest mal schon länger Christ als du und sind auch sehr viel christlicher so gebildet, kannten die ganzen Lieder aus dem Gesangbuch der Kirche und so weiter. Und ich hatte da keine Ahnung. Da gab es herrliche Momente einfach, wo wir dann an Weihnachten angefangen haben, Lieder zu singen. Und alle, ja, das könnt ihr ja auswendig. Und alle haben angefangen, dann die Gesangbuchlieder zu singen. Ja, und ich blieb stumm, weil ich da keine Ahnung davon hatte. Und so war das eigentlich eine total naive Entscheidung, damals Theologie zu studieren, einfach weil ich gedacht habe, als Christ, jeder Christ muss Pfarrer werden, sozusagen, der es ernst meint. Ja, cool. Hilft dir vielleicht heute, andere zu verstehen, mit denen du so zu tun hast als Pfarrer, die auch überhaupt nicht kapieren, wovon da die Rede ist, oder? Ja, hilft mir und ist auch ständiger Auftrag, so, weil natürlich, man kommt dann ganz leicht auch in sein christliches Jargon rein, man wächst da auch rein. Und wirft dann schnell mit Begriffen um sich, von den Menschen, die, sage ich mal, mit dem Christentum jetzt nicht so viel Ahnung haben, einfach, ja, dass die das nicht verstehen können. Also wir haben da echt manchmal wie so eine eigene Sprache in der Kirche. Und für mich ist schon ein Anliegen auf meinem Instagram-Kanal, dafür zu sensibilisieren, dass wir unsere Botschaft, die ja genial ist, so predigen und so übersetzen, dass sie wirklich jeder verstehen kann. Und auch wenn er keinerlei christliche Vorbildung hat und nicht christlich sozialisiert ist. Ich glaube wirklich, dass Sprache da auch ein Schlüssel ist. Und deswegen versuche ich auch von der Kanzel möglichst normal einfach zu predigen oder bei uns auf dem Instagram-Kanal, dass ich einfach versuche, so zu reden und über Gott zu reden, wie wir uns jetzt hier auch unterhalten. Vielen Dank, Nikolai. So, und wir biegen ab. Und jetzt wird es ein Stück schwerer, worüber wir reden. Wir haben uns vorher im Vorfeld auch schon mal unterhalten, Katharina, und ich habe gemerkt, da hatte ich schon oft Tränen in den Augen, weil es ist kein einfaches Thema, über das wir hier reden. Du hast zwei Kinder, aber eins ist nur bei dir, weil eins schon gestorben ist, Hermine, bevor sie überhaupt auf die Welt gekommen ist. Wann hast du erfahren, dieses Kind in meinem Bauch, das lebt nicht mehr? Ich habe das als Schock erfahren und zwar war ich in der 27. Woche schwanger und war eine total glückliche Schwangere. Alles lief wunderbar, alle Untersuchungen waren super. Und ich bin dann zu einer Routineuntersuchung gekommen. Das kennen eben viele, die schwanger sind, dass man irgendwann so einen Zuckertest machen muss und so weiter. Und dann habe ich auch einen Ultraschall bekommen. Und als die Ärztin anfing, den Ultraschall zu machen, habe ich sie noch kurz angesprochen und gesagt, ach, können wir erstmal nach den Herztönen gucken. Und ich wusste, wie das immer aussieht. Man sieht so rote, blaue Blutbahnen laufen. Und in dem Moment, als sie den Ultraschallkopf über meinen Bauch zog, sah ich keine Farben und keine Bewegung im Bauch. Und das war ein absoluter Schockmoment für mich. Und in dem Moment wusste ich, dass mein Kind nicht mehr lebt.
Das war dir klar, da musste die Ärztin gar nichts sagen. Ja, das war mir sofort klar, weil ich immer mitgucken konnte und das fand ich so toll. Ich habe das geliebt. Das ist ein absoluter Höhepunkt, wenn man sonst zur Ärztin kommt und die erklärt einem dann auch ein bisschen was auf dem Bild, was man sieht und wo was am Kind zu erkennen ist und wie die sich bewegte und so. Und ich kannte mein Kind auch schon. Also ich wusste irgendwie, wie das auszusehen hat und spürte auch ihre Bewegungen und so. Und das war immer wie so eine Rückversicherung für mich. Und in diesem Moment war nichts da und sie lag leblos im Bauch und ich habe es sofort gesehen. Ja, sofort. Und ja. Ich stelle mir vor, in so einem Moment, das ist wie das Ende der Welt. Kannst du dich noch erinnern, wie die nächsten Minuten, Stunden, wie dieser Tag dann weiterging? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, obwohl der Moment dieses absoluten Schocks war ganz schwer für mich überhaupt zu beschreiben. Es ist so, als wenn ich wie von einer Wolke eingesogen wurde. Also es war tatsächlich das Gefühl, meine komplette Welt hört in diesem Moment auf. Ich glaube, mir war kognitiv überhaupt nicht klar, ob ich eigentlich noch da bin. Also es war das Gefühl, alles, was ich bin, alles, was ich weiß, alles, worin ich mich in dieser Welt zurechtfühle, hörte in dem Moment komplett auf. Ich weiß, dass ich die Ärzte nicht mehr auditiv hören konnte, was ich im Nachhinein erst verstanden habe, dass das auch eine Reaktion körperlicher Art auf Schock ist. Und in dem Moment war es, als wenn eine riesige Wolke um mich war und mich nur reinsog und ich meine Füße auf dem Boden nicht mehr spüren konnte, ich nichts mehr sehen konnte, ich wirklich faktisch nicht mehr wusste, wo ich bin, wer ich bin. Und dieses Gefühl eintritt, als wenn man so niemals enden wollenden Tunnel runterfällt. Und man ist aber noch da, obwohl man eigentlich gar nicht mehr da ist. Und es ist immer noch schwierig, das zu beschreiben, aber es ist wirklich dieses Gefühl, alles, wer ich bin, alles, woran ich mich erinnere, an die, die ich mal war, eben mein ganzer Kontext hörte auf. Und ich glaube manchmal, wenn wir dem Tod begegnen, passiert was mit uns selbst, auch wenn jemand anders stirbt. Und mir ist es auch später klar geworden, der Tod wird nie näher zu mir kommen als mein eigener Tod, weil mein Kind in mir drin starb. Und vielleicht ist das auch das Besondere für mich in meiner Geschichte und auch in meiner Arbeit und der Begleitung anderer Sternenmütter, dass ich weiß, was das ist, dass wir selber kaum wissen, ob wir morgen noch leben, also wie wir leben sollen. Und unser Leben ist so gebunden an Kontextualisierung, an Beziehungen, an Rückversicherungen, an Haptisches, also auch als Körper, Seele, Geist, alles in einer Einheit zu sein, ist ein Riesenthema, also mit dem ich überhaupt erst dann angefangen habe, mich zu beschäftigen. Wer bin ich eigentlich, wenn ich gar nicht mehr weiß, wird mein Kopf jemals wieder normal denken können? Werde ich jemals wieder hören können, was Menschen mir sagen? Werde ich jemals ein Buch von vorn bis hinten lesen können und kognitiv überhaupt noch begreifen, was ich da lese? Werde ich wieder Geschmack haben? Also ich konnte Dinge nicht mehr schmecken und so. Und das ist so eine Extremerfahrung, die ich nie zuvor und nie seitdem wieder gemacht habe. Und für mich ist es wirklich an diesem Datum festzumachen, dass ich ein Leben vor diesem 14. November 2017 hatte und ich habe ein Leben seitdem. Und klar, ich weiß, dass ich schon damals die war, die ich auch jetzt sein werde, aber es ist eine ganz, ganz andere Welt in mir aufgegangen durch den Tod meines Kindes. Jetzt musste ja Hermine trotzdem irgendwann auf die Welt kommen. Und ich stelle mir diesen Moment total schrecklich vor, weil eigentlich bringt man ein Kind auf die Welt, damit es lebt. Und du musstest ein Kind auf die Welt bringen und wusstest, es ist tot, zu verabschieden. Ja. Und war es ganz normal in einem Kreissaal oder wie war das? Also es war so, dass an dem Tag, als Hermine gestorben war, ich wusste nicht genau, wann sie verstarb, war mein Mann gerade auf Dienstreise in Jordanien, also der war nicht mal da. Und ich habe versucht, ihn telefonisch zu erreichen und wirklich wie durch ein Wunder, es war ganz oft gar nicht möglich, ihn zu erreichen, habe ich ihn aber erreicht. Und ich wusste auch, ich werde nicht entbinden, bevor er da ist. Und
es klappte Gott sei Dank, dass er an dem Abend in der Nacht noch wieder anreisen konnte. Und wir haben eine ganz, ganz besondere Klinik gefunden. Ich lebe ja in Berlin. Das ist eine katholische Klinik. Und als wir dort hinkamen am nächsten Tag, hat die Hebamme auch sofort gesagt zu mir, dass es ihr unendlich leid tät, dass wir hier sind und uns natürlich auf das Kind gefreut haben. Aber sie würden alles in ihrer Macht Stehende tun, um uns den Weg so gut zu begleiten, wie es geht. Und dazu gehörte, dass wir auch Zeit bekommen würden, bis ich selber auch so weit war, die Geburt zu beginnen. Also das war unglaublich wichtig und das will ich auch noch mal sagen, dass manche Ärzte viel auch überstürzen, glaube ich. Und für mich war das absolut entscheidend, dass man mir Zeit gab, innerlich nachzukommen mit dem, was gerade mit mir passierte. Denn wenn wir einen Schock erleben und so einen großen, dass wir wirklich in der Tiefe, was wir noch gar nicht benennen können, letztlich aber uns Monate auf die Geburt dieses Kindes vorbereiten, wir so Freude haben daran, unsere ganze Zukunft mit diesem Kind vorstellen und zu realisieren, dass mit dem Moment, wo ich sie zur Welt bringe, ich sie wieder aus meiner Hand endgültig abgeben muss. Das ist nochmal so eine Riesenhürde, das Kind verlieren und loslassen zu müssen, dass ich auch glaube, dass das durchaus relevant ist, auch die richtigen Zeitpunkte zu finden. Also das heißt, im Inneren brauchte ich auch Zeit, einen ganz langen Spaziergang auch mit meinem Mann nochmal machen zu dürfen, wo wir viel über sie sprechen konnten und unter freiem Himmel sein durften. Und da merkte ich während dieses ganz, ganz langen Spaziergangs, auch wiederum mit meinem Körper einen Schritt vor den anderen tun zu müssen, war wie so ein innerer Prozess, der dadurch erst in Gang kam, auch innerlich mich bereit zu fühlen, zu diesem Zeitpunkt hin, so jetzt ist es dran, jetzt weiß ich, ich werde sie zur Welt bringen und ich werde sie auch aus meinen Händen legen müssen. Aber und so jede Faser in einem drin sträubt sich dagegen. Man will das Kind in der Hand halten, weil man so lange erwartet hat, aber man will es auch nicht in der Hand halten, weil man weiß, es ist das letzte Mal, dass ich sie halten darf. Und das ist so ein innerer Zerriss. Und da, das ist quasi noch vor dem ganzen langen Trauerweg, der beginnt. Das ist eine ganz, ganz sensible Zeitphase. Und ich wünsche mir, dass wir alle so gut von Ärztinnen und Ärzten, von Hebammen, von Seelsorgenden auch begleitet werden, um diesen Weg überhaupt zu schaffen. Ja. Du bist ja irgendwann in diesen Kreissaal rein. Ja. Wie hast du das erlebt? Ich hatte wahnsinnige Angst davor, nachvollziehbar wahrscheinlich, weil ich wusste, da geht ein Weg los, den ich noch nie gegangen bin und den ich mir nie ausgesucht habe. Und das absolute Horrorszenario. Und ich weiß noch wie heute, wir kamen zu der Tür des Kreissaals und meistens klingelt man dann, dann würden die öffnen. Ich hatte Angst davor, was ist, wenn ich da andere Mütter höre, die gerade ein Kind entbinden und die schreien den Babys alle und so, da würde ich wirklich tot umfallen, das wäre so schockierend. Und ich weiß noch, wie heute, wir standen vor dieser großen Tür und in mir drin ging nur noch ein stilles Gebet nach oben, also wie wirklich so ein Gedanke nach oben, dass ich dachte, boah, lass mich jetzt nicht alleine, begleite mich, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber hilf mir, das zu überleben, lass mich nicht alleine. Und in dem Moment ging diese Türe zum Kreissaal auf und eine Hebamme kam uns schon entgegen und ich schritt über diese Schwelle in den Kreissaal rein und in diesem Moment spürte ich rechts neben mir jemanden hergehen. Und das war krass. Ich habe noch nie sowas erlebt und es war, als wenn ich mit dem Schritt über diese Schwelle in den Kreissaal dieses Gebet wahr wurde. Ich spürte da eine Präsenz neben mir, immer so einen halben Schritt rechts vor mir hergehen. Und unsichtbar für alle. Und links neben mir ging mein Mann und rechts neben mir ging jemand. Und immer diesen halben Schritt vor mir her. Und ich ging über diese Schwelle und wusste, boah, ich werde das schaffen. Ich bin nicht alleine. Und ich gehe jetzt nur hinterher. Und da, wo ich sehe, wo dieser jemand hergeht, da gehe ich mit. Und es ist die ganze Zeit durch die ganze Entbindung, die wirklich auch so krass es sich anhört, eine ganz, ganz heilige, ganz besondere Erfahrung für mich gewesen. Auch eine wundersame, wunderbare Erfahrung geworden. In diesen ganzen Stunden ist diese Präsenz nicht von meiner Seite gewichen. Und
Es fällt mir fast schwer, das in Worten zu sagen, weil es so eine heilige Erfahrung für mich geworden ist, die mich total in die Stille gezogen hat. Also das mit der Stille bei dir, Andrea, das hat total in mir resoniert. Und bei dir, das mit dem Worte zu finden, die Relevanz von Worten. Und ich bin dann Monate wirklich in die Stille zurückgezogen gewesen und habe auch Stunden einfach jeden Tag irgendwie vor dem offenen Fenster zu Hause gesessen und in der Stille verharrt und brauchte Zeit, um Tagebuch zu schreiben. Also ich habe Bücher voll geschrieben, nur im ersten Jahr, weil ich wirklich Worte suchte für das, was ich da erlebt habe. Und ich konnte wochenlang nicht drüber sprechen und wusste nicht, wie ich das sagen soll, was da passiert ist. Weil es einerseits die größte Trauererfahrung, der größte Schmerz meines Lebens war, und gleichzeitig aber so ein heiliger Boden auf einmal, ich kann es gar nicht anders sagen, so eine heilige Erfahrung war, die auch wie ein Fenster nach oben für mich geöffnet hat. Und dafür brauchen wir Stille. Ich brauchte Stille dafür, damit das irgendwie reinsickern konnte über Monate. Und ich langsam Satz für Satz nach Worten suchen konnte, um das überhaupt zu formulieren. Und es wird nie vollständig sein, das kann ich auch schon sagen. Und dann war es nochmal ein Prozess, da, in dem dann aus den Dingen, die du da aufgeschrieben hast, auf irgendwelchen Umwegen das geworden ist, was heute die Sternenpost ist. Ja. Und das musst du uns mal erklären, wie ist daraus die Sternenpost geworden und was ist das, die Sternenpost? Ja, also das Schreiben ist wirklich durch meine Tochter Hermine zu mir gekommen, muss ich sagen, weil es für mich eine Möglichkeit war, eine Seelensprache irgendwie zu finden für die unbenennbaren Dinge in unseren Geschichten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin nicht die Einzige, die das erlebt. Wir alle erleben so geheimnisvolle Momente, so wie du das auch erzählst, Andrea, aus der von vor ein paar Jahren, ne, wo du gar kein Vokabular dafür hattest. Und während ich halt das erste Jahr, anderthalb, so einfach für mich im Schreiben in der Stille verbracht hatte, kam irgendwann eine Bekannte von mir auf mich zu, die ist Doula. Und für die, die nicht wissen, was eine Doula ist, das sind Frauen, die Schwangere begleiten, auch auf vielleicht mehr einer freundschaftlicheren, auch einer psychologischen Ebene, die sie auch bis zur Geburt begleiten, durch die Geburt und auch danach, also zusätzlich noch zu einer Hebamme aus dem medizinischen Bereich. Und die hatte plötzlich eine Frau, die auch eine Tochter verloren hatte, in der gleichen Woche wie ich auch. Und dann hat die mich angerufen und gesagt, du, ich habe meinen ersten Fall, kannst du mich irgendwie briefen? Ich weiß nicht, was muss ich sagen, was darf ich nicht sagen, was kann ich ihr anbieten? Und die wusste, dass ich irgendwie Tagebücher schreibe und dann hat die gesagt, Mensch, du schreibst doch, gibt es irgendwas, was ich dir anbieten kann, um sie auch zu begleiten? Und dann habe ich ihr gesagt, oh, ich habe massig, was ich schreibe, das ist meins, also ich weiß gar nicht, was ich dir anbieten kann. Und am Ende habe ich ihr gesagt, okay, ich mache dir was fertig. Und dann habe ich Texte einfach rausgeholt, die meine Texte sind, aus der ganzen Phase meiner Trauerverarbeitung, und habe im Prinzip aus den Texten eine Sternenpost entwickelt. Das ist ein Zyklus aus 10 Briefen, die ich jeweils zum Thema, über das ich in der jeweiligen Post auch schreibe, habe ich dann verschiedene Tools oder Elemente, die ich mitschicken kann, damit eine Mutter, die damit begleitet wird, eigentlich meine Texte lesen kann, die wie ein Teppich für sie ausrollen, um überhaupt in die Trauerverarbeitung hineinzufinden. Und die Punkte, die bei ihr Resonanz finden, dass sie mit den Punkten dann selber in ihre ganz individuelle Trauer gehen kann, um auch wirklich Trauerarbeit zu schaffen. Und es ist echt Arbeit. Es ist gar nicht leicht. Ich weiß, dass es manchmal auch einfach ist, wegzulaufen oder es ist schwer, die Stille auszuhalten, die auf einmal entsteht. Und mein Wunsch ist, mit dieser Arbeit eben Frauen zu begleiten, ganz am Anfang des Weges, wenn sie gerade ihr Kind beerdigt haben und dann zum ersten Mal sich alleine zu Hause wiederfinden und noch gar nicht die Kraft da ist, Trauergruppen oder psychologische Begleitung zu suchen. Das ist die Phase, wo ich ansetze und dann schicke ich ihnen über die ersten 2,5 Monate hinweg 10-mal einen Brief oder eine Post hier liegen entgegen. Ja. Mhm. Genau, ich habe mal einfach ein Beispiel mitgebracht. Die verpacke ich natürlich dann entsprechend. Manchmal schicke ich ein Moleskine-Heft und einen schönen Stift dazu, damit sie selber durch den Impuls ins Schreiben kommen kann. Genau, manchmal schicke ich eine Feder mit oder einen Holzständer für ein bestimmtes Bild oder Karten, die auch eine ganz wunderbare Freundin von mir entwickelt hat, die selber betroffene Mutter ist. Und also insofern, das entwickle ich auch immer weiter, dass sie immer wieder etwas richtig händisch in der Post
bekommt, sich auch damit in die Stille alleine setzen kann oder die Kerze, die ich ihr dann mitschicke, auch anzünden kann. Und dass sie selber einen Prozess für sich auch zur Verarbeitung im Alltag richtig reserviert und etwas in der Hand hat, womit sie direkt loslegen kann. Und insofern ist die Sternenpost inhaltlich durchaus als Zyklus auch aufgebaut und durchdacht. Und 10-mal gehe ich zur Post und schicke für jede Mutter auch alles händisch eingepackt zu ihr nach Hause, schreibe ihr ein persönliches Anschreiben und schreibe ihr auch sehr persönlich natürlich immer wieder. Und das ist, ja, das ist das, was ich hoffe, was einfach vielen Müttern auch helfen kann, in die eigene Verarbeitung der Trauer zu kommen. Mhm. Und man kann sich bei dir melden, wenn man da auch dabei sein will. Man kann die einfach bestellen bei mir oder mir einfach eine E-Mail schreiben. Und dazu habe ich einfach diese kleinen Sternpostkarten, die dann einfach in der Klinik sind oder bei den Frauenärztinnen oder Hebammen. Also auch Hebammen, die sagen, ich habe immer wieder betroffene Mütter, die können sich auch bei mir melden. Ich schicke denen einfach einen Stapel Karten. Manchmal ist das hilfreich, dass man in der Klinik direkt was mitbekommt, damit man zu Hause in Ruhe schauen kann. Finde ich irgendwie eine Art von Begleitung. Und da steht einfach drauf, was es ist, mit meiner E-Mail-Adresse, meine Sternenpost mit -@web.de. Kann man mir e-mailen oder auf Instagram auch folgen. Genau. Ja. Und im Zweifelsfall einfach an uns wenden und wir stellen dann auch den Kontakt sehr gerne her. Sehr gerne. Ja. Wow, ich weiß, du hättest noch ganz viel zu erzählen von dem, was du so erlebt hast und wie das dein Leben verändert hat. Aber man spürt es auch, finde ich, dass da ganz viel Tiefe reingekommen ist in dein Leben. Vielen Dank, dass ihr alle in euer Leben habt blicken lassen. Sehr, sehr spannend und bewegend heute. Danke, dass ihr da wart. Alles Gute euch allen für das, was ihr so tut. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ja, und es war uns eine Ehre, dass ihr auch dabei wart bei der Ausgabe vom Talkwerk. Nächste Woche geht es dann gleich weiter und ich prognostiziere euch jetzt schon, da werden wieder drei spannende Menschen da sein. Und wenn ihr bis dahin nicht warten könnt, wisst ihr ja, die ganze ERFS-Welt ist immer für euch da, denn wir sind da, wo du bist. Bis dahin, macht's gut. Ciao.